Heute wird es spannend. Ich zeige dir, wie du eine professionelle Keyword-Recherche durchführst. Dabei erkläre ich, wie du ganz einfach Keywords finden kannst, welche Arten von Keywords es gibt und natürlich, welche nützlichen Tools hierzu angeboten werden. Du lernst hier alles, was du für das richtige Keyword-Setup brauchst und wie du dabei am besten vorgehst. Du willst Nummer 1 Plätze bei Google belegen und möglichst viele Besucher auf deine Webseite holen, dann bist du hier genau richtig. Wie dir wahrscheinlich bekannt ist, zeigen Suchmaschinen wie Google zu Suchbegriffen der Nutzer bestimmte Ergebnisse an. Solltest du als Webseitenbetreiber nun zu diesen Suchbegriffen Werbung schalten oder durch Suchmaschinenoptimierung in den Suchergebnissen erscheinen wollen, dann ist es sinnvoll, sich nicht irgendwelche Begriffe auszudenken, sondern Keywords zu wählen, die passend sind und ein hohes Suchvolumen haben. Sprich Suchbegriffe, die auch wirklich häufig gesucht werden. Um diese Keywords zu ermitteln, macht man eine Keyword-Recherche. Bevor es mit der Keyword-Recherche losgeht, musst du wissen, dass es unterschiedliche Arten von Keywords gibt. Ob ein Keyword dir Umsatz oder einfach nur Besucher liefert, entscheidet bereits die Suchintention. Es ist also besonders wichtig, sich hiermit auseinanderzusetzen. Um die Suchintention vereinfacht darzustellen, unterteile ich sie hier in drei Bereiche. Die informative Suche, es werden Informationen gesucht, beispielsweise eine Anleitung zu einem Thema. Die transaktionale Suche, der Nutzer möchte etwas tun. Beispielsweise ein Produkt in einem Online-Shop kaufen. Die navigationale Suche, der Nutzer sucht ein bestimmtes Ziel, wie eine Webseite von einem Geschäft. Wenn du dich näher dazu informieren möchtest, sieh dir unser Video zur Suchintention an. Wenn du verstanden hast, dass es Google nicht zwangsläufig um Keywords geht, sondern darum, zu einem Suchbegriff dem Nutzer den besten Inhalt zu bieten, bist du den meisten deiner Wettbewerber schon ein gutes Stück voraus. Sehen wir uns an, welche Eigenschaften ein Keyword haben kann. Suchvolumen. Wie viele Suchanfragen hat der Suchbegriff durchschnittlich im Monat? Saisonalität. Wird das Keyword das gesamte Jahr über gleich oft gesucht oder ist es ein saisonaler Begriff? Ein aufblasbarer Pool wird im Sommer oft gesucht. Cost per Klick. Wie viel kostet voraussichtlich ein Klick bei Google Ads für eine bestimmte Position? Klicks per Search. Wie viele Ergebnisse werden von einem Nutzer pro Suche im Durchschnitt angeklickt? Klickwahrscheinlichkeit SEO. An welcher Stelle stehen die organischen Suchergebnisse? Kommen vorher andere Suchereignisse? SEO, SEA, Klickanteil. Wie viele Nutzer klicken auf Werbeanzeigen? Wie viele Nutzer klicken auf die organischen Suchergebnisse? Suchintention. Was sucht der Nutzer? Welche Art der Suchintention hat er? Wortanzahl. Aus wie vielen Worten besteht der Suchbegriff? Nische. Ist das Keyword hart umkämpft? Conversion Rate, welcher Anteil an Nutzern, die durch Suchergebnisse zur Webseite kommen, wird zu Kunden. Und Customer Journey, in welchem Teil eines Kaufprozesses befindet sich der Nutzer? Nicht jeder Suchbegriff ist für dich wichtig, denn wenn der Suchbegriff nicht das Thema deiner Webseite aufgreift, dann wird er dir erstens keine relevanten Besucher liefern und zweitens wirst du hierzu unbezahlt nicht in der Suche erscheinen. Deshalb sollst du unbedingt darauf achten, dass Keywords möglichst eindeutig sind, thematisch passend sind, ein gutes Suchvolumen bieten und einen niedrigen Wettbewerb haben. Bedenke, dass es Suchbegriffe gibt, die mehrere Bedeutungen haben. Bei zweideutigen Suchbegriffen kannst du nur schwer abschätzen, was die Intention des Nutzers ist. Damit der Nutzer zufrieden ist mit seiner Suche, ist es zwingend erforderlich, dass deine Webseite thematisch passend ist. Wenn ein Keyword kaum oder nie gesucht wird, dann wirst du hierüber nicht nur selten Besucher bekommen, sondern es lohnt auch kein SEO-Aufwand, um in der Suche zu erscheinen. Das bedeutet, man muss dringend vorher das Suchvolumen ermitteln. Keywords sind unterschiedlich begehrt. Bei Suchbegriffen mit niedrigem Wettbewerb zahlt man weniger für die Werbung und hat es leichter, durch SEO ein Ranking zu erreichen. Oft ist es je nach Strategie auch sinnvoll, Keywords zu finden, welche nicht das höchste Suchvolumen haben, aber einen besonders niedrigen Wettbewerb. Man spricht hierbei auch von Nischen-Keywords. Ein Nischen-Keyword ist ein Suchbegriff, der aus mehreren Worten besteht und einen besonders niedrigen Wettbewerb hat. Er ist zeitgleich ein Longtail-Keyword. Aber ein Longtail-Keyword ist nicht zwangsläufig ein Nischen-Keyword, da es unter Umständen auch hohen Wettbewerb haben kann. Die Suchmaschine zeigt sowohl organische SEO-Ergebnisse als auch gekaufte SEA-Ergebnisse als Werbeanzeigen. Wenn du den Unterschied zwischen SEO und SEA nicht kennst, dann sieh dir unser Video dazu an. Je nachdem, ob du bezahlte Werbung nutzt, um in den Suchergebnissen zu stehen oder durch SEO kostenlos erscheinen möchtest, solltest du beachten, ob
die Suchbegriffe kommerziell sind und Umsatz bringen, Beispiel Hundefutter kaufen. Die Keywords informativ sind und keinen Umsatz bringen, Beispiel Hund richtig erziehen. Natürlich können Suchbegriffe auch informativ sein und einen nach Informationen suchenden Nutzer zu einem Kunden machen. Beispiel, der Hundehalter möchte lernen, seinen Hund richtig zu erziehen und sieht auf der Webseite, welche Tipps und Tricks es hierzu gibt. Dass die Erziehung aber gar nicht so leicht ist, zum Glück bekommt er auf der gleichen Seite eine Hundeschule in der Nähe angezeigt. Nun entscheidet er sich, Hilfe durch einen Hundetrainer zu holen. Oder aber er sieht, dass die Webseite nicht nur Ratgeber hat, sondern auch einen Online-Shop, in dem der Hundehalter gutes Hundefutter kaufen kann. Wie man sieht, können die Übergänge hierbei fließend sein. Dennoch ist hier mein Ratschlag, dass man Werbung zu kommerziellen Begriffen schaltet und SEO zu kommerziellen und informativen Keywords betreibt. Damit alles nicht nur reine Theorie bleibt, hier ein Beispiel aus der Praxis. Ein Arzt für Tiermedizin mit Sitz in Berlin im Bezirk Charlottenburg möchte gerne bei Google Ads eine SEA-Anzeige schalten. Das Keyword Arzt mit 246.000 Suchanfragen pro Monat würde ganz Deutschland und alle medizinischen Bereiche abdecken. Daher ist es viel zu allgemein. Deshalb wird der Suchbegriff mit Tierarzt auf 201.000 Suchanfragen pro Monat enger gezogen. Aber auch hier würde er beispielsweise in Hamburg keinen Kunden finden und hätte dafür erhebliche Kosten. Nun wird Tierarzt noch genauer eingegrenzt und es wird Tierarzt Berlin mit 5.400 Suchanfragen pro Monat gewählt. Doch auch Berlin ist je nach Berufsgruppe noch sehr ungenau und wäre nicht gezielt genug, deshalb wird die Stadt Berlin nun durch den Bezirk ersetzt. Daraus folgt, er schaltet Werbung mit dem Suchbegriff Tierarzt Charlottenburg mit 590 Suchanfragen pro Monat. Nun kann der Tierarzt sicher sein, dass die Suchenden auch wirklich zu Kunden werden können und bereit sind, den Weg zu seiner Praxis auf sich zu nehmen. Um zu vermeiden, dass es noch andere Orte mit diesem Namen gibt, kann er den Standort auf dem Bezirk mit einem bestimmten Radius einschränken. Mit dieser Funktion könnte er auch beispielsweise mit dem Begriff Tierarzt werben und über den Suchstandort die Suchen regional einschränken. Beide Varianten funktionieren sehr gut. Hier kommt ein Leitfaden, wie sich Keywords und die Kombination aus Suchbegriffen verhalten. Natürlich kann das im Einzelfall auch anders sein, aber als grobe Richtlinie stimmen die genannten Eigenschaften. Sehen wir uns die unterschiedlichen Keyword-Konstrukte an. Headtail-Keywords und Shorttail beschreiben Keywords aus einem Keyword bestehen. Midtail-Keywords enthalten mehr als ein Wort. Und Longtail-Keywords bestehen aus mehreren Worten. Shorttail-Begriffe sind sehr allgemein gehalten und bringen zwar viele Besucher, aber verkaufen schlecht. Das liegt daran, dass hier die Intention des Nutzers noch nicht klar ist. Midtail-Begriffe sind schon eindeutiger und haben ein moderates Suchvolumen mit deutlich mehr Conversion-Potenzial. Longtail-Anfragen machen den größten Teil der Google-Suche aus. Wie bereits im Video Google Rank Brain gezeigt, sind 15% der Anfragen noch nie zuvor gestellt worden. Diese Longtail-Kombinationen haben zwar das geringste Suchvolumen, aber lassen in der Regel auf den ersten Blick erkennen, was die Suchintention des Nutzers ist und ob er gegebenenfalls zum Kunden werden kann. Ein guter Ansatz ist es, bei SEO neben dem Shorttail auch auf Mid- bis Longtail-Keywords zu optimieren. So bekommt die entsprechende Seite schneller viele Rankings. Auf unser Beispiel bezogen, Shorttail Tierarzt, Midtail Tierarzt Berlin, Longtail Tierarzt Berlin für Hunde in Charlottenburg. Wie wir jetzt wissen, gibt es Keywords mit viel und mit wenig Suchvolumen und oft haben Suchbegriffe mit viel Suchvolumen harten SEO-Wettbewerb. Wenn du eine Webseite gerade anfängst für SEO zu optimieren, dann solltest du gegebenenfalls mit einem Suchbegriff starten, welcher nicht so stark im Fokus deiner Mitbewerber liegt. Der Grund ist folgender. Als Anfänger hast du bei Google und den anderen Suchmaschinen noch keine Autorität. Deine Seite wird zunächst mal als unrelevant eingestuft. Je mehr Sichtbarkeit du mit der Zeit bekommst, desto mehr Relevanz werden deine Beiträge bekommen. Das heißt, dass jedes Ranking vom anderen Ranking profitiert. Daher solltest du erstmal zum Start Keywords mit wenig Suchvolumen wählen und dir nach und nach ein Standing aufbauen. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, fällt mir dazu ein. Wenn du dann erstmal Sichtbarkeit hast, dann kannst du dich an die schweren Geschütze wagen. Hier ist es dann sinnvoll, eine gute Verlinkungsstruktur aufzubauen und alle Beiträge relevant untereinander zu verlinken. Wie das am besten gemacht wird, liest du im Beitrag Interne Verlinkung, welchen wir dir in der Infobox verlinkt haben. Damit du dir die Begriffe nicht auf gut Glück ausdenken musst und zügig alle wichtigen Faktoren eines Keywords herausfindest,
brauchst du ein datenbasiertes Tool. Keyword-Tools gibt es viele. Je nach Tool wird ein unterschiedlicher Ansatz verfolgt. Ich zeige dir hier kostenpflichtige und kostenlose Tools, mit denen ich persönlich auch arbeite. Gucken wir uns als erstes den Keyword-Planer von Google Ads an. Übrigens haben wir hierzu auch ein eigenes Video gemacht. Der Keyword-Planer von Google Ads ist theoretisch kostenlos. Melde dich als erstes in deinem Google Ads-Konto an, gehe auf Tools und Einstellungen und links unter Planung findest du den Keyword-Planer. Google ist mit einem Marktanteil von 95% aller Suchen die Nummer 1 in Deutschland. Daher bekommen wir nicht nur die besten und genauesten Daten, sondern dadurch ist es auch meine erste Anlaufstelle für eine Recherche. Früher hat es gereicht, dass man hier ein Konto anlegt und schon hatte man alle Informationen, die man benötigt hat. Irgendwann hat Google gemerkt, dass diese Funktion nicht nur von Werbetreibenden genutzt wird, sondern auch für die Suchmaschinenoptimierung von Nutzern, die kein Geld für Werbung ausgeben. Daher erhält man hier inzwischen nur die gewünschten Daten, wenn man auf Werbung schaltet. Wenn du ein ernsthaftes Online-Business betreibst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du auch ein Werbekonto hast, welches Werbeanzeigen schaltet. Wenn du lediglich einen Content-Blog betreibst, der darauf abzielt, durch SEO ohne bezahlte Werbung Erfolge zu erzielen, dann zeige ich dir noch andere Tools, welche du nutzen kannst. Welche Funktion bietet der Keyword-Planer? Mit dem Keyword-Planer kannst du nicht nur Werbeanzeigen vorbereiten, sondern auch folgende Informationen einsehen. Keywords, Keyword-Ideen, Synonyme und Kombinationen, durchschnittliche Suchanfragen pro Monat, Schwankungen des Suchvolumens in den einzelnen Monaten, Stärke des Wettbewerbs, aktuell voraussichtliches Gebot für Werbeanzeigen auf der ersten Seite im unteren Bereich, aktuell voraussichtliches Gebot für Werbeanzeigen auf der ersten Seite im oberen Bereich. Sprich, wir haben hier wertvolle Rohdaten, die uns wirklich enorm weiterhelfen. Wie der Keyword-Planer genau bedient wird und was man alles damit anstellen kann, haben wir dir im genannten Video gezeigt. Kommen wir zu Google Suggest. Es ist kostenlos. Wahrscheinlich hast du schon Google Suggest genutzt, ohne es zu wissen. Es handelt sich hierbei um eine automatische Vervollständigung mit Suchvorschlägen zu Suchanfragen in der normalen Google-Suche. Bereits während der Nutzer einen Begriff sucht, werden ihm passende und ähnliche Suchanfragen, welche häufig gestellt werden, angezeigt. Ich habe hier mal Tierarzt eingegeben und bekomme gleich weitere Suchvorschläge. Übrigens hat sich dieser Name nur umgangssprachlich eingebürgert. Eigentlich heißt diese Funktion offiziell Autocomplete. Autocomplete gibt es seit 2004 und ist ursprünglich nicht für SEO und SEA gedacht, sondern schlichtweg, um Nutzern zu helfen, aber natürlich ist auch für unsere Zwecke sehr interessant. Auch Google Trends ist kostenlos. Mit Google Trends kannst du das Interesse an einem Suchbegriff für einen bestimmten Zeitraum einsehen. Dabei kann man auch mehrere Suchbegriffe miteinander vergleichen. Neben dem Suchvolumen wird die Suche regional betrachtet und es werden verwandte Suchanfragen und Themen angezeigt. Sehen wir uns das genauer an. Wenn du den Suchbegriff eingegeben hast, dann kannst du als erstes das Interesse am gesuchten Begriff im zeitlichen Verlauf einsehen. Hier kannst du zusätzlich die Filter bedienen, um die Region, den Zeitraum, die Kategorie und die Form der Suche einzustellen. Als nächstes sieht man die regionale Verteilung der Suchanfragen. So kann man schnell feststellen, ob ein Suchbegriff in einem Land oder einer bestimmten Stadt besonders häufig gesucht wird. Im letzten Abschnitt sieht man verwandte Themen und ähnliche Suchanfragen. Kommen wir zu Answer the Public. Dieses Tool ist begrenzt kostenlos. Es ist eines meiner Lieblingstools. Hier kann man zu einem bestimmten Suchbegriff verwandte Suchanfragen und Keyword-Kombinationen finden, welche grafisch sehr übersichtlich dargestellt werden. Das Tool listet die Suchfragen nicht nur auf, sondern sortiert sie anhand weiterer Begriffe und Fragen. Die Webseite ist in jedem Fall ein Besuch wert. Achte bei der Suche darauf, dass du das passende Land und die richtige Sprache eingibst. Kommen wir zu Ubersuggest. Dieses ist auch eingeschränkt kostenlos. Leider ist Ubersuggest nicht mehr vollkommen kostenlos, aber bietet einem auch in der kostenlosen Version ein zwar eingeschränktes, aber nützliches Tool. Mit diesem Tool bekommst du ebenfalls einen guten Überblick der Keyword-Vorschläge.
Kommen wir zu Keyword.io. Keyword.io bietet noch mehr Funktionen und sollte auch in der Trickkiste mit drin sein. Allerdings, wer mehr Leistung möchte, der muss auch dafür zahlen. Vergiss nicht, dein Land auszuwählen. KeywordTools.org ist ein kostenloses Keyword-Tool, das dir nicht nur verwandte Suchvorschläge anzeigt, sondern auch das Suchvolumen, den ungefähren CPC und den Wettbewerb. Das Tool hat mir in meinem Test sehr gut gefallen. Kommen wir zu unserem Agenturliebling. Dieses Tool nutzen wir täglich, weil es einfach die besten Daten neben Google liefert. Sistrix ist leider kostenpflichtig. Für eine kleine Webseite lohnt sich der Preis wahrscheinlich nicht. Aber als Agentur oder für ambitionierte Projekte solltest du es dir auf jeden Fall ansehen. Übrigens kannst du es erstmal kostenlos testen. Sistrix ist nicht nur für die Keyword-Suche ein herausragendes Tool, sondern du kannst damit jede Menge Sachen anstellen, die wir in einem anderen Video erklären werden. Wenn dir Sistrix zu teuer ist, dann kannst du dir auch Maxovi ansehen. Aber auch Xovi kostet Geld. Auch hier hast du ebenfalls eine kostenlose Testphase. Wie sieht es aus? Haben wir irgendein Tool vergessen? Dann schreib uns doch einen Kommentar dazu. Es gibt auch ohne Geld viele Tools, die einem helfen, wertvolle Daten und das richtige Keyword-Setup zu finden. Zur reinen Keyword-Recherche ist es nicht zwingend notwendig, ein kostenpflichtiges Tool zu nutzen. Wer noch mehr Daten in Bezug auf die Sichtbarkeit auswerten möchte, der sollte sich aber darüber Gedanken machen. Gerade wenn man die Arbeit nicht mit einem Keyword beginnt, sondern sich ansieht, unter welchen Keywords die Mitbewerber ranken. Neben den typischen Keyword-Tools ist es auch sinnvoll, weitere Tools zu nutzen, beispielsweise um Synonyme zu finden. Die Keyword-Recherche ist die wichtigste Grundlage für die Suchmaschinenoptimierung und auch die Suchmaschinenwerbung, zumindest bei den Textanzeigen. Die Wahl des passenden Keywords kann über Erfolg und Niederlage entscheiden, deshalb sollte man hier auch genügend Zeit investieren. Versuche deine Webseite nicht für ein Keyword zu optimieren, sondern für mehrere verwandte Begriffe, welche thematisch in das Konzept deiner Webseite passen. Google wird immer besser darin, Webinhalte semantisch zu bewerten. Das bedeutet, wenn du nicht nur eine Seite zu ein paar verwandten Keywords optimierst, sondern vielleicht sogar deine gesamte Webseite auf diesen Themenkomplex ausrichtest, dann wirst du deutlich erfolgreicher sein. Wenn dir unser Video gefallen hat, dann lass uns doch ein Like da. Wenn du Fragen hast, dann hinterlass uns einen Kommentar. Wenn du kein Video mehr zum Thema Online-Marketing verpassen willst, dann vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren.